Servus und Habedere, willkommen. Jo, es ist wieder soweit. Wir zocken eine gemütliche Runde Medieval Dynasty. Jo, schaut's mal, ich hab da mal einen Ausblick vorbereitet. Aber bevor wir jetzt loslegen, setzt euch her, macht es euch gemütlich. Wir schinden einen Rasimir und zwar gewaltig. So, apropos schinden. Gibt's erst mal was zum Essen? Frühstück. 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 So. Sehr schön. Die Schalen müssen wir dann irgendwo wegbringen. Aber schaut mal, ich stehe hier oben auf unserem Holzschuppen. Mal wieder. Der Ausblick ist einfach herrlich. So. Ja, was habe ich mit euch vor? Ich habe ein wenig Beeren gesammelt. Ich habe hier ausgeholzt. Naja. Genau, ein wenig Beeren habe ich gesammelt. Und mir ist folgendes... Habe ich dir die? Die Balder. Mir ist ein wenig was aufgefallen, beziehungsweise ich zeige es euch einfach. Und zwar ist es so, dass wir hier ein Lager haben. So, in diesem Lager liegt jetzt hier mittlerweile, ich glaube, wenn es 300 Holz sind oder so, keine Ahnung. Hier hinten liegen, weiß ja gar nicht, wie Stein schon rum. Hier habe ich jetzt mal 1000 Stroh rausgehaut. 200 von denen. Da liegt noch 1000 Stock rum. Und jetzt haben wir gerade mal wieder vier. Also wir haben jetzt um die 550 Kilo Platz. Der ist aber relativ schnell wieder voll. Ich glaube, wir sollten ein zweites Lager bauen. Also ich bin mir fast sicher, es würde Sinn machen, ein zweites zu bauen. Genau. Dann... würde ich sagen, hauen wir das mal raus. Und ich brauche irgendwoher Reputation. Komme, was wolle, ich brauche Reputation. Wir nehmen uns jetzt hier mal einen mit, einen Hammer. Wie viel haben wir denn da noch? Ich müsst mal gucken, was noch an Möglichkeiten da ist. Genau. Ich habe auch schon eine Idee, wo ich denn meinen 30, nehmen wir mal 30 mit. 30 können wir gerade noch so schleppen. Ich habe eine Idee, wo ich denn mein Lager hin haben möchte. Und wir müssen gucken, wo wir Reputation herkriegen. Reputation. Ich meine, es wird, wenn man sich das anguckt, ich habe ja halt Tagebuch. Im Journal haben wir hier unseren Erben, gibt 6000 Dynastie-Reputation. Und ein Gebäudelimit von 65. Das heißt, wir haben dann auf jeden Fall die Möglichkeit, richtig zu bauen, richtig viele Leute zu rekrutieren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Dynastie-Reputation, die muss ja immer mehr werden, um immer mehr Leute irgendwo zu anzuheuern. Somit müssen wir irgendwie Quests machen. Genau. Und ich denke, wir haben... den Blick auf die Karte. Hier sind zwei Quests. Hier ist eins und hier ist eins. Jetzt haben wir natürlich den letzten Tag des... Oh, wir haben hier auch eins. Ah, wir haben hier auch eins. Jetzt passt auf. Ich bringe jetzt mal das schnell dahin, wo ich mir eigentlich mein zweites Lager vorstelle. Und zwar stelle ich mir mein zweites Lager hier hinten irgendwo vor. Und zwar... komm mal mit... komm mal mit, hier irgendwo. Am liebsten wäre mir hier. Wir schmeißen mal ganz kurz die Stämme hier raus und holzen hier noch ein bisschen weg, damit wir hier unser Lager hinkriegen. Also das ist mal das Erste. Und dann gucken wir uns um, was unser Questgeber macht und wie viel das bringt. Also 6000 Punkte. Es ist eine Fichte. Warum habe ich da eine Fichte stehen? Ich glaube, die steht noch, weil sie da steht, weil sie da immer gestanden ist. Nee, ich meine, weil ich habe den Baumstumpf nicht rausgejagt. Genau, also folgende Idee. Wir gucken dann mal, was der Reputation bringt. Die 6000 sind natürlich unbezahlbar. Komm, plopp, Holzstamm. Holz und Holz und Holzi Holz. So, komm her da, du. Voll daneben gehaut. So. Komm, komm, komm. Habe ich gerade erledigt. Brauchst nicht noch... Mein Gutster, wirklich, ich habe eine Schaufel, da geht es viel schneller.
Oh, nee, ich hab, warte mal, ich hab keine Schaufel. Ich hab die Schaufel mal wieder nicht auf die 5 gelegt. Schau mal, guck, guck, pass auf, pass auf. Und weg ist es. Mein Gutster, was machst du da? Okay. Dann doch irgendwie, sind wir uns einig, oder? Schön, dass du einen Sound machst, aber nö. Gut, okay, wir haben den armen Kerl um seinen Baumstumpf beraubt. Ja, gut, sei es drum. Das war jetzt freaky. Okay, gut. So, da. Gut, jetzt würde ich hier, wir haben ja einen Hammer dabei. Jetzt passt mal auf. Ja, mit dir, er macht hier ganz fleißig, gell? Der Töpfermeister. Das ist immer eine coole Animation. Ja, jetzt auf. Mensch, Häuschen. Zack, 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 zack. Jo. Genau, also ich möchte hier eine zweite Lagerstätte her. Und vor allem, wenn wir von Gustovia kommen oder so, dann sind wir hier eigentlich relativ flexibel. Ah, schaut mal. Okay, hier. Wartet, hier war es irgendwo ganz niedrig. Hier. Das ist cool. So bauen wir es her. Zack. Passt rein. Schaut mal, da kommt man. Ja, da kommt man auf jeden Fall hoch. Das ist sehr gut. Okay. Dann hauen wir hier gleich mal ein paar Holzstämme rein. Und ich glaube, ich habe noch Wasser. Sehr schön. Ich habe ja. So. Halt, das war zu viel des Guten. Und dann haben wir hier mal einen Baumstumpf raus. Zack. Die zwei. Und den nehmen wir uns mit. Jetzt sind wir wieder überladen. Genau, ich habe auch noch einige Bretter unten im anderen Lager. Da ja dieses hier nicht fertig wird mit den paar Baumstämmen, die wir da jetzt haben, würde ich sagen, huschen wir dann gleich mal runter. Zack, und nehmen dann die Bretter hier mit. Zack. Komm. Ups. Nee, Rasimir, hau mal drauf. Genau. So, zack. Dann kommen hier noch die letzten Bretter hin. Und dann flitzen wir. Dann hätten wir nämlich das. Und dann würde ich noch die Quest hier mal versuchen, die wir hier noch im Ding haben. Vielleicht ist es ja nichts Schlimmes. So, wir nehmen uns natürlich die Bretter mit. Ich muss sowieso noch zweimal gehen. Boah. Wie viel sind das noch ungefähr an Holzstämmen? Ich nehme jetzt mal noch 30 Holzstämme mit. Dann machen wir die Holzstämme weg. Ja, so viel brauche ich nie und nimmer. Obwohl, ist wurscht. Komm, wir nehmen die 30 Holzstämme mit. Dann ist da weniger drin. Wir haben mehr Platz. Genau. Und dann holen wir uns noch die Deckel für das Ganze. Die Bretter für unseren Deckel. So ist es. Richtig. Gut. Genau. So. Mal schön weiterklopfen. Da haben wir alles. Da haben wir noch ein Brett. Stamm. Und dann. Ja. Heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß auch nicht. Der Kerl mit seinen roten Haaren hat mich ein bisschen aus dem Trott gebracht, gell? Immer der da auf diesen Baumstumpf ein. Wie ein Wahnsinniger. Und ja. Irgendwie, das kam mir einfach strange vor. Das kam mir einfach strange vor. So, dann hier. Was haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Wie viel haben wir denn? Hier ist noch einer. 3. Und 10 sind 13. Hier brauchen wir keinen mehr. Hier auch nicht. Hier brauchen wir auch keinen mehr. 13. Und 4 sind 17. 17 Baumstämme noch. Und dann nehmen wir einfach mal die ganzen Bretter mit. 17 Baumstämme und die Bretter. Und dann sind wir, hey, hallo, mein Esel. Ich nenne dich liebevoll Donk. Donk the Great One. Guck mal her. Huh? Huh? Donk the Great One. Siehst du? Kaum sagt man das, schon ist einwandfrei. Gut. Spinnerei. Ganz schlimme Spinnerei. So. Die Bretter, die nehmen wir jetzt alle. Oh, wir sind noch nicht mal überladen. Sehr gut.
17 plus 2 Reserve. Ja, bei 19. Naja, das geht schon. Schaut's. Optimal. Nee, brauchen wir Stimme. Optimal. Gut. Dann auf. Wir klopfen jetzt unser zweites Lager raus. Dann ist es nämlich auch von der Taverne. Halt, es gibt keine Taverne mehr. Die Schenke. Mensch, Wuchs. Keine Taverne mehr. Das finde ich ein wenig schade, weil in der Taverne, das fand ich echt cool. Weißt, die waren dann da und das war alles cool. Man hat davor ganz gemütlich seinen Biergarten aufbauen können. Das war schon. Das war einfach cool. Schade, dass es jetzt die nicht mehr gibt. Aber gut, es ist, wie es ist. Sei es drum. So. Zack, zack, zack. Dann kommt, voll daneben gehabt. So. Dann hier noch Bretter raus. Jupp. Ah ja. Seht ihr? Gut, dass ich nochmal Reserve mitgenommen habe. Ich habe mich wieder mal verzählt. Oh, und da war er wieder. Der Fuchs und das Problem mit dem Holzhammer. Hau nicht daneben. Da. Jetzt. Genau. So. Haben wir es jetzt dann, oder wie? Oh, gut. Sehr schön. Ha. Wisst ihr, was toll ist? Tada. Es ist alles da. So. Dann haben wir die zwei Holzschalen da rein. Den einen Holzstamm. Wie viele Holzstämme haben wir denn eigentlich noch? Komm mal her, hier. Mein Gutster, komm mal her. Holzstamm. Oh, nur noch 61. Ja, schau hin. Dann sind wir ja auf jeden Fall mal hier relativ sauber. Okay, cool. Nennt man das? Dann würde ich sagen, gucken wir mal nach... Ups, nee, komm. Gucken wir mal nach dem West. Das war da drin, wenn mich nicht alles täuscht. Wow. So. Hier. Du? Nee. Hallo, Huhn. Ja, da. Da, der Korn. Da. Du bist ja. Also. Alter, ich würd meinen Friseur verklagen. Also, ganz ehrlich. Na, vielleicht war das damals Trend. Konrad. Also, tut mir leid, aber. Ich hätte meinen Friseur, den hätte ich verklagt. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich benötige deine Hilfe. Er möchte sein Haus renovieren, aber ich habe keinen Bauhammer. Kannst du mir einen bringen? Gut. So, Hausrenovierung. Ein Hammer kriegen wir hin. Oh, ein Kupferhammer. Jungs und Mädels, wir haben noch keine Mine. Habe ich nicht noch? Mal schnell gucken. Habe ich denn nicht noch Kupfer eingepackt? Habe ich nicht irgendwann mal Kupfer gefunden? Bedem. Eisen. F, G, H, I, J, K. Da war er. Da. Ah, ich habe Kupfer. Her damit. Wir bauen einen Kupferhammer. Neun Stück. Ah, oh, war das nicht... Ich muss gucken, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Im Early Access war das, glaube ich, echt nicht viel, nur ein Kupfer. Servus, habe die Erde. Kann ich denn Kupfer bauen? 4 Stück. Oh, jetzt bin erst ich dran. Ich mache jetzt mal ganz kurz 4 Kupfer bauen und hauen wir da dem netten Herrn einen Kupferhammer raus. Ich muss mir dann auch noch das freischalten. Ich glaube, ich habe den noch nicht eingekauft. Okay. Was brauchen wir denn dann dazu noch? Ludwinker, darf ich mal am Boss? Mach mal frei, komm. Kupferwerkzeuge. Oh. Haha, ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir schalten uns das frei. Das kostet nur 100. Und wir stellen einen Kupferhammer. Ja, dann ist die Quest abgeschlossen. Dann wollen wir mal schauen, was wir dafür kriegen. Das müsste doch eigentlich auch irgendwo drinstehen, oder? Wartet mal, ich guck mal. Im Journal. Hausrenovierung. Oh, es gibt 60 Dynastiepunkte. Warum mache ich das eigentlich? Warum gehe ich der Unigos-Geschichte nach, wenn ich da 12 Reputationspunkte kriege und bei einer Hausrenovierung sind es 60? Okay, also, wartet mal. Wir tun mal das Kupfer wieder zurück und liefern den Kupferhammer ab.
dann ist es ja fast noch eine Überlegung, sich noch Leute zu holen, weil ab 6000, glaube ich, Konrad, hier, hast du den Hammer? Ja, bitte. Autosave, Reputation plus 60. Gut, vielen Dank. Lass mir dir zeigen, wie du dir weniger oft auf die Finger hast. Naja, gibt's mir bitte persönlich keinen Hammer, das geht schief. Vielen Dank. Sehr gut. Du hast abgeschlossene Hausrenovierung. Ja, cool. Top. Dann haben wir den Rest jetzt da rein. So. Zack. Da ist noch eine Fackel. Die habe ich irgendwo aufgegabelt. Kupferbarren, Kupfer, Münzen, Stöcke. Die kommen auch weg. Ah, hier sind noch Tollkirschen. Die habe ich anscheinend auch irgendwo beim Sammeln. Genau, das wollte ich euch noch zeigen. Das wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Die Bretter, die habe ich natürlich wieder nicht rausgetan. Das bin ich gerade auch nicht. Eieiei. Einmal mit Profis arbeiten. So, jetzt passt auf. Ich habe nämlich Beeren gesammelt. Ups, ich habe Beeren gesammelt. Ich muss die Maus ein bisschen langsamer drehen. Hier. Einmal 1100, 2,2 und 2. Also insgesamt 5000 Beeren bis jetzt. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, haben wir noch. So. Gut. Ja. Ne, du. Für dich habe ich auch noch irgendwas. Was habe ich für dich noch? Ich glaube. Mal. Ja, ich habe für dich noch Hufeisen. Wo habe ich die? Genau. Da. Nee, da. Passt. Ich glaube, ja, hier sind sie. Hufeisen, tada! Hufeisen. Aber ohne Sattel lässt du mich nicht reiten, gell? Pass mal auf, jetzt schmeißen wir mal die Hufeisen zu dir rüber. Muss man die... Okay. Kann das sein? Nee. Kann ich dich jetzt satteln? Nee. Zum Reiten brauchst du einen Sattel. Okay, das heißt, wir müssen uns einen Sattel holen. Wie viele Moneten haben wir noch? 3, 5. Ah. Oh. Also eigentlich... Ah, oh, da, 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 da. Aber warte mal. Genau, der konnte nur... Der kann nur 30 Kilo. Das ist ja nix. Das heißt, ich brauche noch eine große Satteltasche. Haben die nicht einmal mehr können? Esel, was machst du da? What the heck? Hey! Alter! Ja. Der ist ja chillig unterwegs. Hey, du quälst mir jetzt schon. Du quälst mal, wird Sau. Der ist nochmal da ganz kurz easygoing durchmarschiert. Herrlich. So. Wir haben jetzt halt. Da sind wir daheim. Wir haben jetzt Reputationspunkte. Und zwar 6000. Wir könnten uns theoretisch jetzt jemanden leisten. Wie spät ist es denn? Wie spät? Oh, es ist schon 2:30. Bis ich jetzt wieder nach... Wo war denn der Rollnicker, gell? Der Kerl. Oder ich gehe hier und da habe ich schon wieder eine Frau. Nee, ich brauche ein paar Kerle, denn ich muss echt schauen, dass wir nicht noch mehr Frauen herkriegen, denn schaut euch das mal an. Also wir haben hier eine Verteilung, die ist sehr frauenlastig. Wenig Männer, viele Frauen. Oh, die Näherin ist jetzt schon Level 8. Wow. Respekt. Sonst habe ich keinen, der Level 8 ist, oder? Boah. Giselda, das ist echt... Boah. Problem, ich glaube, dich habe ich verheiratet, oder? Nee. Ist nur noch einzeln. Bei den Häusern muss ich mir dann auch irgendwann mal was einfallen lassen. Wie ich denn die zusammengehörigen Pärchen dann benenne. Weil das ist jetzt ein einfaches kleines Haus, Farmer 2/3. Naja, kriegen wir auch hin. So, was habe ich denn noch zu tun, bevor der Sommer rum ist? Die Felder zu kontrollieren. Glaube, hoppala. Felder. Oh, der Flachs. Hä? Ach, das ist der Dünger. Ja, Flachs wird nicht ausgesät.
Der Hafer ist ausgesät, aber der, ach, der wächst, der ist jetzt dann fertig. Der ist jetzt dann fertig. Der ist gepflügt und gedüngt. Da ist nur noch Anpflanzen. Ah, okay. Hier ist gedüngt und gepflügt. Gepflügt. Okay, die pflügen hier noch, aber gedüngt. Das ist... Hä? Hör nochmal auf. Okay, das ist ungepflügt, aber anscheinend gedüngt. Nee, nicht gedüngt. Ungepflügt einfach, okay. Na, so ganz bin ich noch nicht dabei. Das Pflanzenwachstum passt. Das Pflanzenwachstum, das sind unsere rote Beete. Ah ja, okay, gut. Da ist gedüngt und das ist angepflanzt, das ist Kohl. Oh, Kohl. Warte mal, gibt's hier noch Kohl? Wie sieht's hier aus? Ah, da geht uns der Dünger aus. Kohlsamen auf jeden Fall mal nicht, weil die haben wir tonnenweise. Gut. Der Berg, unser Esel braucht. Wann ist denn unser Erbe dran? Wir gucken mal. Wann haben wir denn Anfang des Jahres, gell? Ach, das dauert ja noch ewig. Bis nächstes Jahr. Also ich hole uns auf jeden Fall dann. Der ist im nächsten Ding auch noch da. Den holen wir uns im Herbst. Wir verbrechen jetzt irgendwas anderes noch. Was können wir denn noch anstellen? Ich würde sagen, wir gucken uns die Updates noch an. Wir können noch Updates machen. Mensch, ich kann den Kalkstein noch verarbeiten. Wir haben noch Kalkstein. Genau. Den verarbeiten wir auf jeden Fall noch. Denn, oha, das ist schon wieder 300 Brennholz da. Kalkstein. H-I-J-K, Kalkstein. Da 29. Ich habe ja es mal wieder geschafft. Warte mal. Da haben wir. Der passt schon noch. Ich habe es mal wieder geschafft, ein Update zu machen von einem Haus, wo bei dem anderen Haus immer noch, ne? Ich habe es vorhin im Augenwinkel gesehen und erinnert, dass ich in der letzten Folge da Mist gebaut habe. Hätte man zuerst fertig machen sollen. Aber tada! Jetzt ist es fertig. Oder? Bist du fertig? Ich gehe mal kurz schnüffeln bei fremden Leuten. Jupp, passt. Dann lasst uns loslegen hier. An dem Gebäude. Da habe ich ja eh schon angefangen. 22. Jetzt mache ich gleich mal die Front. Das macht einfach einen coolen Blick. Macht eigentlich keinen Unterschied, wo ich anfange und wie. Und durch das sparen wir uns einfach irrsinnig. Ups. Hallo? Jetzt. Oh, da guck an. Läuft. Zack. Sehr schön. Man spart sich halt einfach. Was bist denn jetzt du? Man spart sich Farmer 1.3. Das müssen wir uns danach gleich mal anschauen. Man spart sich Brennholz. Somit auch. Doch Häuser. Farmer 1.3. Ja. Oh, Dämmung 96,4%. Jetzt gucken wir mal Farmer 4 an. 93%. 92%. 93%. Okay. Also, hier sieht man den Tagesverbrauch. 8,5 Holz, 30 Wasser, 30 Nahrung. Weil alleine. Genau. Mhm. Jetzt gucken wir mal, wo ist denn unser Häuschen? Was brauchen wir eigentlich? Meins. 92% gedämmt. Okay. 45 Steuern. Boah. Teure Sache. 8 Holz brauchen wir. Okay. Naja. Gut. Oh, was ist denn hier? Nein. Die eine Jagdhütte hat wieder kein Werkzeug. Wir brauchen Messer. Das können wir auch gerne herstellen. Oh, in der Landwirtschaft haben sie nichts zu tun, oder was? Ach, herrje. Okay, wir haben kein Weizenkorn mehr. Wir haben kein Tierfutter mehr. Das muss weg. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Wir haben noch Dünger. Dünger in allen Farben und Formen. Dann gehen wir her, hier Verdorbenes hoch, damit wir echt Dünger raushauen. 60. Hier können wir auch mal ein bisschen nach oben gehen. Wir haben jetzt ein drittes Schwein und Hafer. Hafer gibt es keins. Roggen gibt es auch keins. Leinsame gibt es auch keins. Okay, die haben alles gedroschen. Da müssen wir nochmal gucken. Dann können die jetzt hier Verdorbenes raushauen. Genau.
Ja gut, die machen 1040 pro Tag. Gut, dann gucken wir uns das hier noch an. Hier, glaube ich, wird es ähnlicher schon. Ja, Leinsamen sind weg. Dann machen wir das einmal weg. Oh Mann. Okay. Ja, das ist jetzt der normale Dünger des Verdorbenen. Vielleicht kriegen wir das heute noch geregelt, dass wir noch ein bisschen Dünger kriegen. Die können... Müssen wir dann unbedingt im Sommer wieder umstellen. 100%. Ja, passt. Gut. Die Scheunenknechte müssen Knechtarbeit machen. Tierhaltung. 4 Stück. Im Pferch haben wir niemanden. Und im Stall haben wir auch niemanden. Der Pferch ist noch komplett leer und nicht eingestellt. Was kann man denn beim Pferch einstellen? Wolle. Ich glaube, Wolle war, okay, kein Arbeiter, aber Wolle ist gut. Und ein Eimer mit Milch? Auch den können wir auch mal, ist ja noch kein Arbeiter drin. Macht ja nichts. Machen wir mal 20, 80. Die Schere, ja, das soll reichen. Cool, dann ist das schon mal voreingestellt. Das Gänsehaus, was kann denn das? Ach, Eier und Federn. Stall. Oh gut, okay. Das ist einfach nur die Kiste. Okay, gut. Also, dann wäre das erledigt. Dann haben wir noch irgendwas zu tun vorm Herbst. Haben wir noch was zu tun vorm Herbst? Wisst ihr was? Wir sind eigentlich 15.29 Uhr. Haben wir noch irgendwas Wichtiges zu tun, außer dass wir beim Sambo vorbeigucken müssen? Nee. Verfehlt in 14 Jahren. Okay. Ja, 14 Jahre. Bitte. Also das kriege ich hin, dass wir die in den 14 Jahren noch hinkriegen. Habe ich noch ein Update. Die Schmiede ist Level 2, glaube ich. Genau, weil die hat nämlich jetzt schon das richtige Dach. Das hat das richtige Dach. Die Näherei, wie sieht es denn da aus? Wie sieht es denn mit der Näherei aus? Nee, die doch. Nee, Schmarrn, hier ist sie. Ah, so viel ist es nicht mehr. Okay. Ich müsste irgendwie... Okay, gut. Sei es drum. Dann machen wir noch was Schönes. Wir holzen da unten noch aus und hauen die Dinger noch raus. Da sind mir nämlich noch zu viele Bäume. Ich glaube, die zwei kommen auch raus. Oh, ich weiß es nicht genau, aber also der hier kommt auf jeden Fall weg. So. Zack. Der hier auch. Und da müssten wir uns fast drum kümmern, dass die... Ah komm, die kommen alle weg. Der hier kommt auch weg. Komm. Hoppala. Geht ihm die Puste schon wieder aus. Mensch, Kerl, wie alt bist du? 22. Und dann geht ihm die Puste aus. Also... Ja, es ist vielleicht Sommer und es ist ein bisschen warm, aber ist ja schon Spätsommer, also. Rasi mir. Bumm. So, zack, zack. Haben wir hier die Holzstämme noch weg. So, sehr schön. Da liegt nichts mehr rum. Oh, da liegt noch ein Ahorn. Plonk. So. Hopp. Sehr gut. Dann raus mit dem Stumpf. Ich habe wieder eine schöne Eisenschaufel. Schaufel, Schaufel. Genau, wir hauen den weg. Die sind zwar schön, aber nö. Dann Birken. Hier haben wir noch Birken stehen. Da wollte ich beide weg. Beide weg. Komm, beide weg. Zack. Und zack. Gut. Dann haben wir hier hinten... Habe ich da noch... Nee, die Beeren habe ich schon weg. Oh, da sind noch Stöcke. Ich würde fast hier eine zweite Reihe reinbauen an ein Häuschen. Also hier so nach hinten. Hier habe ich ja schon Weg. Hier durch. Hier durch, zweispurig, durch diese Dinger durch und dann hier runter. Oh, das ist cool. Das machen wir jetzt gleich noch. So. Okay. Passt. Hier rein. Und das dürfte jetzt so sein, dass wir hier ganz knapp
Gut. Und hier ziehen wir die zweite Furche. Noch ein Stück. So. Eieieiei. Entschuldigung. So. Gut. Ich muss noch unbedingt den Sound irgendwie entkoppeln, dass sowas hier einfach nicht mehr passiert. Es ärgert mich nämlich ab und zu, wenn ich dann die Videos nochmal angucke. Da muss ich nochmal arbeiten. So. Genau. Hier zimmern wir auf jeden Fall noch ein Häuschen rein. Und wir haben ja Holz. Das heißt... stopp. Wie viele Häuser habe ich offen? Wie viele Häuser sind denn noch nicht bewohnt? 1, 2. Okay. Wisst ihr was? Wir legen los und holen uns diesen komischen Kerle hier in Bovaratutki, richtig? Nee, in Rolnica. Ich tingle da jetzt hin und wir sehen uns gleich in Rolnica. Aber ich denke, ich werde nochmal ganz kurz mein Zeug rauswerfen. In der Nacht, also ich denke, Dünger brauchen wir keinen mehr. Wir haben jetzt die Schweine. Vielleicht verkaufe ich den Rest noch. Wie sieht es denn hier aus? Halt, Holzstämme waren hier oben. Holzstämme. Gut, das sind jetzt diesmal nur 22, aber egal. So, die hier können wir verkaufen. Und dann schauen wir mal, wir haben doch sicher noch andere Dinge, die wir verkaufen können. Also, Flachsheim, die ist durch. Die ist mit dem Flachsheim durch. Wir brauchen unbedingt, muss man die anders aufstellen, die Gutste. Unbedingt, das müssen wir kleiner machen. Holzfiolen, Johanniskraut, Kalkstein, Karottensamen, Kohlsamen, Leingarn, Leingewebe, Leinsamen. Okay, ich glaube, wir haben 200 Lein. Wartet mal. Ein Feld mit 100. Zwei Felder, genau. 200. Das heißt, ich kann hier auf jeden Fall noch was mitnehmen an Leinsamen. Kalkstein, Leinsamen. Und zwar 100. Wir nehmen jetzt mal... wir nehmen 180 mit. Nee, wir nehmen ein bisschen weniger mit, 150. Weil mit meinem Glück haben wir dann irgendwann mal so einen blöden Dieb. Und dann ist wieder alles weg. Und ich muss mich ärgern ohne Ende. So, Leder. Wir haben Leder, wir haben Leinen. Jetzt passt mal auf. Unsere Gutste. Die ist Level 8. Die jagt alles durch, was nicht bei 3 auf den Flachsbäumen ist. Das heißt, Näherei. Genau. Also die ist richtig gut. Dann würde ich sagen, die macht uns, was macht die uns? Die macht jetzt, doch, die macht uns jetzt das Leingewebe noch fertig und den Rest macht sie Säckchen. Aber wenn die da wirklich schon Level 8 ist, das ist brachial. Leingarn und, ja, wir brauchen eher die Säckchen. Okay, gut, die ist jetzt auf jeden Fall versorgt. Was macht denn die Werkstatt? Ah ja, die Werkstatt, glaube ich, habe ich eh schon mal umgestellt. Ja, die macht Eimer und Holzteller. Die ist irgendwie, die Schmiede. Wisst ihr, was wir machen können? Wir haben so viel Stein. Schaut mal, wir haben da hinten so viel Stein. Wir machen jetzt mal Folgendes. In der Gewinnung, die Jagdhütte jagt wieder. Da muss man mal schauen, dass man da noch ein paar Messer herstellt. Aber in der Gewinnung, Grabungsschuppen, Spitzhacke, 12 Haltbarkeit. Okay, da müssen wir gucken, dass wir Spitzhacken schauen. Spitzhacken und in der Jagd die Messer.
Das Messer ist aber gut. Okay. Grabungsschuppen. Da wollte ich rein. Und zwar könnten wir anfangen mit Ton. Wir machen hier mal ein bisschen weniger. Sagen wir mal nur 5%. Den Rest machen wir Ton. Und da könnte man 9 Ton am Tag in der Werkstatt verarbeiten. Pass mal auf. Können wir denn hier schon Ton? Tonschale. Gesperrt. Wir gucken in die Technologie. Das ist dann normalerweise hier. Werkstatt 2. Genau, wir können schon Tonbecher. Tonkrug. Tonschale. Die bringt 30. Die bringt 40. Die bringt 20. Die ist schwer. Die bringt 30. Die bringt 20. Die bringt 40. Also an und für sich. Ein halbes Kilo bringt 40. Das bringt 30. Der bringt 20. Eine Fackel ist halt... Wisst ihr was? Wir machen jetzt folgendes. Tonbecher. Flakons aus Ton. Sind halt... Ich guck jetzt. Wir machen Tonflaschen. Genau, so. Dann gehen wir wieder zurück in die Verwaltung, in unser Gebäude, die Werkstatt. Und jetzt fängst du an, Ton zu machen. Gesperrt, halt, der ist hier. Tonflaschen, genau. Du machst mir jetzt Tonfläschchen. Eine am Tag. Weniger Holzteller, von denen haben wir eh viel zu viele. Wir haben viel zu viel Holzschalen. Wir haben zu viele Fiolen. Das ist der Wahnsinn. Und Eimer, ja, da weiß ich auch nicht, wohin damit. Den Rest machst du jetzt Tonflaschen. Sehr gut. Ton haben wir ein bisschen. Passt. Dann würde ich sagen, rumpel ich los. Und wir sehen uns gleich noch in... Wie heißt Lesnica? Rolnica. In Rolnica. Dann holen wir uns noch diesen Kerle. Irgendwie sind wir heute ein bisschen lang unterwegs. Also irgendwie ist die Zeit... Naja, da wird es ein bisschen Überlänge. Und dann sehen wir uns nämlich im Herbst wieder. Genau, wir sehen uns gleich in Rolnica. Hallo? Rolnica. Nee, doch Rolnica. Hallo. So. Ist die Irma? Zeig mal deine Waren. Du kriegst jetzt von mir Holzteller in bester Manier. Leinsamen. Und das war's. Stöckchen hauen wir weg. Sehr gut, wir sind bei 4000. Und jetzt passt auf, jetzt holen wir uns hier unseren Gutsten mit den kurzen Haaren. Pass mal auf, der Ulrich. Der ist 28. Ich bin dabei. Gut, wir sehen uns dort mit Vergnügen. So, und jetzt pass auf. Der ist nämlich gar nicht schlecht. Der hat hier in der Herstellung 3 und in der Landwirtschaft 3. Der kommt jetzt als Tierzüchter, also in unseren Stall. So, Tierzüchter. Und er kommt momentan noch in ein Haus ohne Begleitung, weil ich noch nicht möchte, dass mir zu viele kleine Kinder auf einen Schlag kriegen. Genau. So. Gut. Und dann gucken wir mal, was kommt. Sehr schön. Der darf jetzt hier einen auf gut machen. So. Ulrich. Dann bin ich mal gespannt. Theoretisch könnten wir uns jetzt noch ein Schwein kaufen. Eine Sau. Oder wir kaufen uns einen Sattel. Dann wären wir schneller. Dann müsste ich nicht immer wieder zu Fuß los. Kaufe ich mir noch eine Sau? Wie schaut's denn aus? Nee, wisst ihr auch warum? Pass auf. Wir können hier 3. Ich glaube, man kann 5 Schweine in den Stall rein. Nicht Landwirtschaft, Tierhaltung.
So. Stall, Schweinestall. Da gehen, genau. Wenn jetzt unser Eber zwei kleine Ferkel hat, dann sind wir hier voll. Und deswegen holen wir uns einen Sattel. Den hole ich noch. Ich bin also auf dem Weg Richtung Tutki. Und wir sehen uns dann im Herbst wieder. Genau, haut rein. Bis zur nächsten Folge mit Sattel für unseren Esel. Ich wünsche euch was, euer Fuchs. Ciao, ciao.